Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout Shelter in meiner Vault 911. Heute ganz spontan, da Zero nämlich Internetprobleme hat, mit seinem Internetanbieter leider nichts aufnehmen kann, beziehungsweise das, was er aufgenommen hat, bereits nicht hochladen kann, habe ich beschlossen, ein wenig für ihn einzuspringen. Und es kam ja sowieso die letzten 2 Sonntage keine Folge, was mir auch ehrlich leid tut. Aber ich hatte einfach so viel Stress mit der ganzen Vorbereitung, weil ich war ja ein langes Wochenende bei Zero und ging alles hin und her und so weiter. Und deswegen kann ich das jetzt easy zwischenschieben. Ja, gleich zum Anfang vorneweg. Ich habe massig viele Ödländer, die alle noch in der Warteschleife stehen. Was natürlich ungünstig ist, weil ich weiß nicht, es wird lange dauern, bis ich die Liste abgearbeitet habe. Aber, Leute, meine Bewohnerliste, wir sind jetzt 6 auf der Bewohnerliste. Wir haben hier immerhin ein Baby. Beziehungsweise, nein, wir sind 7 auf der Bewohnerliste. Jetzt, sorry, ich hab einen übersehen. Wir haben hier ein Baby und was soll ich sagen? Wir brauchen ganz, ganz dringend Nachschub, Leute. Bewerbt euch als Bewohner, schreibt mir euren Namen, den ihr haben wollt. Und dann geht's los. So. Ach ja, genau. Apropos, genauso wie Fragen. Ich habe jetzt irgendwie nur 2 Themen bekommen, die irgendjemand haben wollte. Werde ich auf jeden Fall noch abarbeiten. Alles zu seiner Zeit. So, aber wir haben erstmal ein Baby bekommen. Das heißt, hier brauche ich übrigens auch noch einen, ne? Ulala, also, oh. Wieder einmal alle tot. Wer hätte das gedacht? Ja, okay, nein, okay, aber bevor ich sie jetzt alle wiederbelebe. Ja, unser Geld reicht zum Glück noch, unsere Kronkorken. Werde ich das Baby. Boom. Baby? Ah. So, sie heißt B. Ja, das B darf sie auf jeden Fall behalten. Ach ja, so. Und zwar werde ich jetzt einen Namen heraussuchen. So, der Glückliche, der dieses wunderhübsche Mädchen sein wird, ist Maxi. Herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen in meiner Vault. Ich hoffe, dass das kleine Mädchen jetzt das hat, was ich haben wollte. Nein. Sie wird trotzdem ins Forschungslabor geschickt. Denn Maxi hatte nämlich den Wunsch, viel Intelligenz zu haben und im Forschungslabor zu arbeiten. Natürlich werde ich versuchen, dir ja, diesen Wunsch zu erfüllen. Aber ich muss sagen, du siehst echt niedlich aus. Guckt euch das an, wie süß. Ja, genau. Und der hat sie wahrscheinlich gleich gefallen an dem Hund gefunden. Kann ich verstehen. So, machen wir uns an die Wiederbelebung. Du kannst die Sachen alle mal zurückbringen, bitte. Nice, nice. Ja, sie sind irgendwie alle tot. Cool. Oh mein Gott. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie einfach alle durchlaufen, ne? Dass sie einfach alle, die ich so habe, einfach durchlaufen. Genau, du läufst schon zurück. Und dann, keine Ahnung, einfach nichts anderes mehr machen. Außer laufen. Und dass egal, was ich tue, wenn ich das Spiel ausmache, sie einfach so lange laufen, bis sie tot sind. Knows. Ja gut, Male kann auf jeden Fall noch ein bisschen laufen. Dann werden wir natürlich auch unsere lieben 2 Wachen hier austauschen. Dann dürfen die heute auch wieder nach draußen. Bis zur nächsten Folge. Und ich würde sagen, wir spulen eine Runde vor. Ja, das finde ich gut. So, und auf wo meint? Oh, wir haben noch eine Quest. Ja, nice. Entdecke einen Ort im Ödland. Okay, Kampfflinte habe ich keine Ahnung, ob wir die jetzt kriegen. 100%, sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. So, halbe Stunde. Badaboom. Dann haben wir nämlich auch langsam Steam Packs. Das finde ich ziemlich cool. Und werden immer weiter nach und nach, werden wir Male vielleicht auch lieber erstmal zurückrufen, bevor du stirbst. Ich will jetzt ungern noch mehr Kronkorken fürs Wiederbeleben ausgeben. Denn wir brauchen die ja auch noch. Sehr schön. So.
So, dann bin ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen mutiger und habe eine ganze Stunde vorgespult. Das war vielleicht für das Wasser jetzt nicht so optimal. Man muss halt immer ein bisschen überlegen, ne? So eine Minute. Ja, es wird schon knapp. So. Wir müssen Sachen verkaufen, leider. Es tut mir wirklich leid. 1 bis 2, 6 bis 7. Das heißt, wir verkaufen das nicht. Charisma, nö. So. Herzliche Willkommen zurück. So, du kannst nämlich dann gleich. So, was hast du denn? Du hast hier 3 bis 5. Ja, komm. Ja, ich weiß. Mein Lagerplatz ist voll, ist mir aber bewusst. So, du kannst auch bitte nach draußen gehen. Nimmst mal ein Steampack mit. Boom. So, du bleibst hier. Ja. Während ich hier so alles schalte und walte, inklusive, dass hier ab und zu mal der Bildschirm nach drüben verschwindet, wenn ich immer wieder die Zeit vorspule, würde ich sagen, statt das rauszuschneiden, werde ich ein paar Fragen beantworten, die ich bekommen habe. Das heißt, ein paar, zwei. Erstmal wurde ich gefragt, warum ich mir das nicht antun möchte. So. Auf welche Frage, also Thema ist unsere schwangere Vault-Bewohnerin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich wirklich richtig Respekt vor Müttern. Weil ich bin absolut ein Schisser. Ich habe Angst vor Spritzen. Und das Ding ist alleine schon so in so einer Schwangerschaft, ist es so, dass man am Anfang schon irgendwie 5 Spritzen mindestens bekommt, um das mit dem Blut festzustellen, wie das so funktioniert. Dann, ja, werden noch so viele andere Sachen gemacht. Diese ganzen Untersuchungen, du musst halt ständig überall hin, hast ständig Termine, dann hast du ständig schlechte Laune. Vor allem ich bin ja sowieso schon so anfällig für schlechte Laune. Da tut mir Zero in bestimmten Situationen schon echt leid. Also manchmal habe ich schon echt Mitleid mit dem armen Kerl. Und natürlich dementsprechend bin ich auch froh, dass er das alles so mitmacht. Ich bin schon nicht so einfach. Ich bin zwar einigermaßen pflegeleicht, aber manchmal schon nicht einfach. Ja. Dann, ja, abgesehen davon ist es halt auch einfach. Das ist schon anstrengend. Im Nachhinein schmerzvoll. Ich bin da sehr empfindlich gegen. Auch wenn die Sache an sich wahrscheinlich echt schön ist. So mit dem Geliebten, so. Es ist ja. Im Endeffekt ist es ja eigentlich so dieses Symbol der gemeinsamen Liebe, wenn man es so will. Aber es ist auch 24 Stunden komplett Aufmerksamkeit. Nonstop. Ich meine, mir ist meine Katze manchmal schon zu viel. Mein armes Mr. Flauschilein. Und wenn ich dann das noch, wenn ich dann daran noch denke, das ist halt schon. Ah, ich weiß nicht. Das wäre schon sehr krass. So, das ist blöd. Mie, ich kann nichts einsammeln. Das ist Oll, ich muss mein Lager aufräumen. Ja, das sind halt alles so Sachen. Eigentlich so alles. Nein. Ja, gut. So, sehr schön. Ja, das sind halt alles so Sachen. Ich meine, man will ja dem Kind auch was bieten und so weiter. Ich weiß nicht, also wenn jetzt noch mehr Fragen offen sind, dann einfach stellen. Ansonsten denke ich, dass es damit erledigt ist. So, Forschungslabor. Wir können ein Forschungslabor bauen. Nice. Allerdings will ich die nicht da bauen. Nein. Gut, wir brauchen sowieso bald eine Baracke. Wir kommen gleich zum nächsten Thema. Auch ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Gerade was so. Wir kommen nämlich als nächstes zu ein paar Frauentipps. Das Thema, also ich hätte nicht gedacht, dass das Thema jetzt noch so, ja, so großartig im Vordergrund steht. Aber natürlich werde ich darauf eingehen und ich denke, ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Und ich denke, meine Tipps sind ganz brauchbar. Nein! Ach Scheiße. Nein, das wollte ich doch nicht. Nein, das wollte ich nicht. Ja. Warum habe ich denn das jetzt gemacht? Da sind doch nur Platz für zwei Räume. Das heißt,
Ja, sorry, ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Natürlich muss die ja hier unten hin. So. Forschungslabor, das da. Denn wir brauchen natürlich auch Runaways. Uhu. Bevor ich jetzt aber viele, viele Sachen wegschmeiße, werde ich natürlich versuchen, meinen Bewohnern bessere Waffen zu geben. So, einmal 3 bis 4. Ich glaube hier oben. Ah, hier ist noch. So. Ach nee, Moment. PAL. Nee, Quatsch, du brauchst das ja gar nicht. Sorry. Aber 1 bis 2. Komm, 3 bis 5. So, wie sieht's mit dir aus? Ja, sie ist auf jeden Fall gut ausgerüstet. Du hast noch gar nichts. Das heißt, du kriegst die Dreierwaffe. So. Dann werde ich jetzt alle schlechten Sachen hier. Was ist das? Ja. Kein Schrott. Ich glaube, ich kann es einfach verkaufen. So, Outfits. P und E. Also gut, das ist ja wahrscheinlich. Ja, genau. Das brauche ich fürs Ödland und. Keine Ahnung, den finde ich eigentlich total blöd, ne? So. Gebt mir etwas anderes. Etwas Nützlicheres. Zwei, sechs. So. Ja, perfekt. Das ist 2 bis 3. Ja gut, ich sammle sie erstmal ein. Und dann können wir hier schalten und walten, wie wir das Ganze lustig finden. So, ach so, warte mal. Wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Du hast hier 7, das ist schon mal ziemlich cool. Den werde ich austauschen. Das ist perfekt. Und dann kannst du gleich wieder rausgehen. Tschüss. Wobei gleich. Ja, nee, alles gut. Weil nämlich, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Beziehungsweise, warum habe ich das getan? Eigentlich nur, weil ich gerne. Erstens will ich die Stärke hier im Dings haben. Also in meiner Strom-Dings-Kraftwerk. So, Kraftwerk. Es heißt Kraftwerk. Kakerlaken. Ey, geh sie bekämpfen. Spinn's wohl. Ach stimmt, ich kann euch ja auch einfach. Hihihi. Nein, alles gut. Werde ich natürlich nicht. So, Tim, du wirst bitte nach draußen gehen und erkunden. Komm. Hallo? Jetzt habe ich hier das gleiche Problem wie Zero, oder was? Ach so, weil ja. Also man kann während eines Vorfalls nicht die Leute nach draußen schicken. Gut zu wissen. So, du Stufe 2, du kriegst also 2 Runaways. Quatsch, Steam Packs. Sorry. My fault. So, dann wird einer von euch hier oben bleiben. Oh Gott. Du Ärmste. Ärmster, so. Ich habe euch beide echt verwechselt jetzt, ne? So, was hast du denn für eine Waffe? 6 bis 7. Ja gut, komm. Kriegst auch eine rostige Laserpistole, genauso wie du. Dann haben wir hier nur rostige Laserpistolen. Nice. Dann kannst du mal bitte ein. Oh mein Gott, das kann ja ewig dauern. Egal, aber wir brauchen es trotzdem. Also wir brauchen ganz dringend Runaways. Deswegen ist es halt genau das, was ich meine damit, dass ich unbedingt neue Bewohner brauche, ganz, ganz viele Bewohner brauche. Dass ich jetzt natürlich ausgerechnet nicht die Intelligenz vererbt hat. War so eigentlich nicht geplant. Ich werde mal gucken, dass ich hier so ein bisschen mich mit Vault-Bewohnerzucht beschäftige. Und dementsprechend natürlich gute Bewohner züchte. Mal sehen, dann können wir so ein bisschen in der Vault umher tauschen. Bewohner tauschen. So, na denn. Würde ich sagen, ich spule die Zeit vor, mache hier wieder so ein bisschen und schneide das zweite Thema an. Und zwar, das zweite Thema ist. Einfach die Bitte, dass ich ein paar Frauentipps gebe, weil da ist jemand, also ich werde jetzt nicht den Namen sagen, weil ich das immer ein bisschen doof finde, der sich offensichtlich in eine Frau verliebt hat oder schwärmt, ich weiß nicht, wie alt ihr seid.
Aber auf jeden Fall kann ich dir eigentlich nur Folgendes raten. Es gibt so ein paar, eigentlich so ein paar grundlegende Sachen. Erstens Mut. Also bei mir ist es halt immer so, wenn mir zum Beispiel irgendjemand schöne Augen machen wollen würde, ist halt vor allem wichtig, dass derjenige mutig ist. Und es ist halt schwer zu erklären. Ich meine, man muss halt einfach so ein bisschen, ja, auf sich aufmerksam machen. Das ist halt eigentlich immer so das Wichtigste. So, Kind rennt weg, Hund rennt weg, sehr schön. Aufmerksamkeit. Weil die andere Person, die muss euch bemerken. Das ist halt einfach so ein. Es ist immer ein bisschen schwierig, damit zurechtzukommen. Aber es braucht Zeit. Ich weiß, man will immer alles am liebsten sofort. Ich bin ja da absolut das schlechteste Beispiel, was es gibt. Aber man baut ja so eine. Ja, so eine Schwärmerei immer auf Freundschaft auf. Und das heißt, ihr müsst. Also. Beziehungsweise, ich sag jetzt einfach mal du für denjenigen, der mir die Frage gestellt hat. Versuch all deinen Mut zusammenzunehmen und sie zu beachten. Da hast du schon mal die halbe Miete und schon mal echt viel gekonnt, wenn du das beachtest. Dann, ja, ich weiß nicht. Du könntest mal versuchen herauszufinden, ob sie vielleicht sogar einen Freund hat oder nicht. Oder ob sie selber einen Schwarm hat oder nicht. Natürlich versuche mit ihr ins Gespräch zu kommen, herauszufinden, welche Interessen sie hat. Dann auch für dich überlegen, passt das für dich überhaupt? Ich meine, es ist ja schön, wenn jetzt so ein Mensch einfach nur süß aussieht. Und dann, keine Ahnung, halt einfach so Interessen hat, wo man sich denkt, so, oh Gott. Also ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, wenn mir jetzt so ein, ja, halt ein Mann gefallen würde und der würde die ganze Zeit nur Fußball gucken, würde ich mir denken, so, ja, nee, danke. Es ist halt schwierig. Und das sind halt so mal so. Vielleicht hat sie auch Dinge, die du nicht magst. Ansonsten andersrum kannst du natürlich herausfinden, was sie mag. Vielleicht eine ganz bestimmte Farbe oder. Wer weiß. Was? Ah, da gibt es so viele Sachen. Vielleicht auch ganz bestimmte Computerspiele. Man weiß ja nie. Es gibt ja heutzutage, gerade heute gibt es ja so viele Frauen, die selber spielen. Siehe mich. Ja, und dann ist einfach die Sache, dass du einfach die ganze Zeit um sie herum einfach so völlig locker. Das Ding ist, auf jeden Fall nicht verkrampfen. Alles ganz locker sehen, einfach vielleicht gar nicht so in Richtung Schwärmerei sehen, sondern eher freundschaftlich. Erstmal. Natürlich nicht zu sehr, also man kann ja zwischendurch immer mal so ein paar Andeutungen machen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, auch so neben diesen ganzen Sachen, man darf einfach nicht verkrampfen, man darf halt einfach nicht verzweifelt wirken. Das ist, glaube ich, immer so das Schwierigste an der ganzen Sache. Wenn man irgendjemanden wirklich gut findet und dann ist man schüchtern, dann kriegt man kein Wort raus und. Das ist aber eigentlich gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist einfach, wenn man sich selbst irgendwo ein Stück weit vergisst und dann halt alles Mögliche macht für die andere Person und die ganze Zeit, ja, rumrennt, ihr eigentlich förmlich wie so ein Fifi hinterherrennt und den Arsch abwischt. Sowas geht gar nicht. Also wirklich, sowas tut es euch nicht an. So, ich denke. Ja, ich denke fast damit. Habe ich relativ viel erklärt. Ich weiß nicht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu durcheinander. Ich hoffe, ihr konntet jetzt so einigermaßen was damit anfangen. Und wenn euch die Themen, die ihr jetzt aussucht, Spaß machen, wer weiß. Wie gesagt, dann kommt einfach. Gebt mir selber Vorschläge, gebt mir selber Dinge, die euch interessieren. Und sagt einfach so, hey Reggie, keine Ahnung, rede über XYZ. Stellt mir Fragen, gibt mir Themenvorschläge. Ansonsten kann ich euch auch lustige Storys über mein Leben als Autofahrer jetzt erzählen. Ja, mein Auto ist schon. Ich habe ein etwas älteres Auto. Das heißt, ich erlebe die tollsten Abenteuer jetzt. Das erste, was ich erlebt hatte, war, dass
ich im Endeffekt an Glück hatte, dass mein Motor nicht überhitzt ist und in die Luft geflogen ist. Also, er fliegt ja nicht wirklich in die Luft, aber das Auto fährt halt nicht mehr. Weil ich kein Kühlwasser drin hatte und das irgendwann gemerkt habe und dachte so, okay, ja, ich habe es jetzt erstmal mit Wasser aufgefüllt und muss das irgendwie bis zum Winter dann austauschen lassen, weil es ist immer so ein Gemisch mit Kühlmittel und Wasser. Und da ist ja immer Frostschutz drin, wenn ich das bis zum Winter jetzt nicht austauschen lasse, weil er verliert es auch nicht. Ich weiß nicht, wo er das verloren hatte. Auf jeden Fall ist jetzt alles safe. Ja, dann geht er ab und zu einfach mal aus. Yay, dann stehe ich da. Hatte ich jetzt mittlerweile auch schon zweimal. Aber es läuft alles. Es läuft alles einwandfrei, wie gesagt, bis auf diese komischen Sachen. Und was mir heute erst passiert ist, ich weiß nicht, im Endeffekt war ich dann etwas baff. Weil ich echt nur dachte so, warum? Ich war ganz friedlich unterwegs, war in meiner Schwimmhalle, freue mich des Lebens und denke mir so, ja, alles super. Ich hab's geschafft. Freue mich des Lebens, will mir einen Drucker kaufen, weil ich. Oh yeah, 5 Stunden Ödland. Das wird krass. Ja, weil ich einen neuen Drucker brauchte, bin ich dann zu MediaMax gefahren. Dachte so, ja, cool, weil ich muss nämlich einen Haufen Papierkram noch machen. Schreiben, ausdrucken, kopieren, was auch. Also ein Müll. Ja, und bin da drin. Auf einmal fängt da übelst einer rumzuschreien. Also richtig rumzubrüllen. Alle gucken sich um. Ich denke so, okay, was ist jetzt los? Ja, war da einer, der irgendwie scheinbar psychische Probleme hatte. Durch die Regale gelaufen ist, also durch die Gänge gelaufen ist. Und keine Ahnung, was hat der Verkäufer mir erzählt, dass der hat die CDs angeleckt. Da dachte ich mir dann auch so, okay. Ja gut, warum nicht? Ich gehe einfach mal durch die Gänge und leck die CDs an. Fand ich ehrlich ein wenig komisch. Maxi, du bist ja groß geworden schon. Das ging ja schnell. Ja, na dann darfst du jetzt, Ah, du darfst da oben arbeiten. Einer so, einer so. Damit ich einfach beides belegt habe. Ach, verdammt, du warst es, den ich losschicken wollte, nicht? Sorry, Baxi. Ich hätte dich tatsächlich fast vergessen. So, tada! Natürlich bekommst auch du Steampacks. Wir müssen ja irgendwie dafür sorgen, dass ihr lange überlebt. So, weil wenn ihr euch das so anguckt, es ist gar nicht so einfach. Also Thief ist hier schon wieder eine gut 1,5 Stunden unterwegs, das geht. 4 Stunden, achso, du kommst gerade zurück. Und bist in vier. Oh Gott. Ey, du bist aber lange. Also Rex ist sehr lange gelaufen, er ist mittlerweile Level 25. Nicht schlecht. Eine Schaufel. Oh, ich muss unbedingt gucken, was wir jetzt hier haben. Wir haben Stärke, das ist cool. Da kann ich meine Wasseraufbereitung ein bisschen aufpolieren. Wir haben so ein paar unnütze Waffen. Ach Gott. Die Schaufel behalte ich auch auf jeden Fall. Also wir haben echt viele schlechte Waffen. Aber wir haben ja auch was mit Intelligenz, das finde ich gut. Eine Jagdflinte. Ich will da weiter. Ach so, ich muss das anfassen. Okay, alles klar. Noch eine Jagdflinte. Klebeband. Söldnerrüstung. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Söldnerausrüstung soll. Aber nochmal Intelligenz sogar 2. Ach, die haben beide 2. Ah, cool, okay. Nice, nice. Noch was für die Stärke. Ja, cool. Ich würde sagen, da haben wir auf jeden Fall in circa 4 Stunden ziemlich coole Sachen. Yeah, nice. Ja, ich glaube, damit bin ich sogar am Ende. Ich hoffe, dass Zeros Internet möglichst bald wieder funktioniert. Ansonsten bin ich natürlich mit ihm in Verbindung und die ganze Zeit, wenn es jetzt nicht funktioniert, werde ich mich einfach hinsetzen, morgens eine Folge Fallout Shelter aufnehmen. Freut euch ja auch, die meisten, also viele gucken es ja.
Und ich hoffe, dass ihr weiter ein paar Themenvorschläge für mich habt. Ansonsten kram ich noch ein bisschen in meiner Auto-Story-Kiste. Ich habe das Auto jetzt 2 Wochen lang und mir passieren nur lustige Sachen. Das ist schon, man trifft sehr viele lustige Menschen bei als Autofahrer. So, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!